So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Hannes. Ne, ist gar nicht da. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Sind wir heute wieder spontan unterwegs. Das ist nicht der Hannes, aber das ist der Ramses. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Und Pupsi hat wieder was entdeckt. Das war auch noch im Urlaub. Ihr seht, der Urlaub, der war so brutal. Ich erzähle jetzt vom Urlaub. Dabei ist das Urlaubsvideo wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht, schon gefühlt 2 Jahre her. Man weiß überhaupt gar nicht mehr, gar keinen Zusammenhang. Da haben wir auf jeden Fall was entdeckt, auch im Marktkauf, das sind diese 3 Limonaden, da gab es glaube ich sogar noch mehr Sorten, aber Pupsi wollte unbedingt diese 3 mal mitnehmen, ich wusste gar nicht genau, was sie da macht und dann hat sie gesagt, das kannst du ja auch mal testen, das ist nämlich hier eine Pity Platsch Kindercola ohne Koffein, kennt ihr den Pity Platsch? Dann haben wir den Sandmann, eine Sandmännchen-Erdbeer-Limonade. Sieht erstmal auch aus wie Cola oder von hier sieht es aus wie ein Bier, aber das ist Sandmännchen-Erdbeer-Limonade. Und natürlich hier das Schnatterinchen als Orangen-Limonade. Wenn es noch mehr Sorten gab, wenn ihr das kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich möchte die 3 jetzt mal probieren, dann alle 3 zusammenschütten und im Ernesto-Glas schauen, wie das schmeckt, wenn man es kombiniert. Hab ein Feuerzeug dabei, ich habe diesmal kein kleines Tasting-Glas. Ich werde einfach einen Schluck immer aus der Flasche direkt nehmen für das Flaschenfeeling. Es sind ja Glasflaschen, es wäre Quatsch, wenn ich es einschenke, damit ihr... Oh, die Flasche ist ja gefärbt. Ich wollte sagen, ich muss es nicht einschenken, um die Farbe zu sehen. Die Farbe sieht man ja so durch. Jetzt sehe ich aber gerade, diese Flasche ist auch gefärbt. Das heißt, das Einzige, was man sieht, ist das. Ich muss es also wahrscheinlich doch einschenken. Wir fangen mal an mit der Pity Platsch Kindercola. Beziehungsweise eigentlich fangen wir an. Ich muss fürs Thumbnail das noch hochhalten. Mann, Mann, Mann. Das ist hier die... Kinder, Cola, Pity Platsch, Sandmann, Limonaden, irgendwas Zeug. Wir haben also Pity Platsch. Mach mal auf, nehmen einen Schluck. Wir sehen beim Einschenken ja dann, wie die Farbe ist. Pity Platsch, Kinder Cola ohne Koffein. Ohne Koffein und ohne Süßstoff mit Zitronensaft. Und jetzt wollte ich sagen, es schmeckt absolut gar nicht nach Cola. Es gibt ja auch von Ostercola Kindercola, die irgendwie so ähnlich wie Ostercola schmeckt, aber halt ohne Koffein. Aber das mit Zitronensaft, ich habe gerade einen Geschmack gehabt, ich dachte, ich trinke eine abgestandene Fanta. Mich hat es irgendwie an Orangenlimonade gerade erinnert. Ich wollte sagen, das ist wohl eine Cola-Mix. Aber ja, es ist in dem Sinne wohl eine Art Cola-Mix, weil es Cola mit Zitrone ist. Ohne Koffein, ohne irgendwas, ohne Süßstoff, aber mit Zitronensaft. Finde ich, schmeckt auf jeden Fall erfrischend. Es hat auch nicht zu viel Kohlensäure. Das Ding kommt aus dem Kühlschrank, ist kühl. Und für alle Cola-Fans oder alle Erfrischungsfans, die sich gerne mal was reinziehen wollen, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Sonst hast du, wenn du Cola hörst, denkst du, Schaum in der Fresse ist ja nicht so. Das ist Pity Platsch Kindercola ohne Koffein. Schönes Etikett, schöne Kindheitserinnerung. Schmeckt richtig fruchtig, lieblich, süßlich. Cola-Mix-artig irgendwie, aber finde ich gut, finde ich echt. Hat mich überrascht. Wir machen mal als Zweites die hier. Das Schnatterinchen in der Orangenlimonade. Da wird jetzt hoffentlich Orange drin sein. Nicht, dass man Orange erwartet und dann steht hinten mit Waldmeistergeschmack oder was. Nö, steht nämlich gar nichts drauf, deswegen ziehen wir es einfach rum. Nehmen mal einen Schluck Schnatterinchen. Doch hier habt ihr auf jeden Fall auch wieder einen leicht fruchtigen Geschmack. Nicht zu süß, nicht künstlich. Schmeckt sehr natürlich, schmeckt sehr gut. Also es lockt sogar die Wespe hier an. Ich bin überrascht. Gefällt mir in dem Moment, wo ich es probiere, gerade besser als Fanta. Irgendwie Fanta viel zu süß in letzter Zeit. Fanta kannst du auch nicht mehr trinken, Sprite kannst du nicht mehr trinken. Das ist eine gute Orangenlimonade, die du so trinken kannst. Die schmeckt wie diese italienischen Dinger da, die es immer gibt. Mit bisschen Kohlensäure dabei. Also, ja, passt. Wunderbar. Ich bin gespannt, was Pupsi sagt, wenn die das dann später probiert.
Wir haben noch die Sandmännchen Erdbeerlimo mit Erdbeergeschmack. Wenn das jetzt auch so ganz sanft und angenehm ist, nicht übertrieben, erdbeerartig, säuerlich, fruchtig, dann wird das bestimmt das super Trio. Das wird der Hattrick. Leider in der braunen Flasche, dass es wieder aussieht wie Bier, müsste aber rötlich gefärbt sein. Wir nehmen mal kurz. Gut, das Erdbeer kann mit den anderen nicht so mithalten. Ich glaube, mir gefällt am besten die Orangenlimonade, dann kommen die Kindercola und dann das Erdbeer. Ich habe jetzt gedacht, das ist entweder brechsüß oder es ist richtig angenehm, nachdem ich die anderen getestet habe. Die meisten Erdbeersachen sind halt einfach nur total bäh und total süß. Das war alles angenehm, dann dachte ich, hier kommt auch was, aber hier das ist mir schon wieder zu wenig. Das ist nicht brechsüß, das ist... ja, so unscheinbar. Ich würde es nicht mal wahrscheinlich als Erdbeer wahrnehmen, wenn ich einfach nur so probieren würde. Sieht wirklich wie wenn du dir einen Strauß Erdbeeren kaufst, Schüssel Wasser, wirfst sie da rein, um die zu putzen, füllst das Wasser ab in ein Glas, trinkst das, dann hast du eigentlich eher wässrig und ganz zart, ganz im Hintergrund versteckt kommt die Erdbeernote aber. Das ist mir dann zu wenig Erdbeernote. Da hätte ich jetzt mehr Geschmack erwartet. Wir nehmen mal die zwei braunen Flaschen und füllen die uns mal hier ein. Also das war die Cola. Schön mit einer Cola-Farbe. Guckt euch das an. Das ist richtige Cola-Farbe. Dann haben wir hier als nächstes die Erdbeerfarbe, die leicht rosa ist. Okay. Ich muss ein bisschen noch was übrig lassen für Pupsi. Die will ja probieren, alle. Kann mir jetzt nicht hier einfach alles reinhauen. Und die Orangenlimo oben drauf. Wunderbar. Von der ist jetzt auch am meisten noch übrig, aber der hat mir auch am besten geschmeckt. Und ich sehe, das Glas ist sowieso voll. Wir machen es mal bis zum Sticker. Dann habe ich jetzt hier mein Schnatterinchen, Pitti Platsch, Sandmännchen Glas. Das werden wir uns jetzt reinpumpen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Fallout, euer Ramses. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, woher das ist. Steht einfach gar nichts drauf. Nur direkt, was es ist. Im Kleingedruckten habt ihr vielleicht abgefüllt für Remember Drinks. Mosen 17a in Wünschendorf. RBB und MDR Lizenz durch RBB Media GmbH. Das war zu viel für meinen Kopf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Fallout, euer Ramses. Also unter allen ekligen, gammeligen Kacksachen, die ich in letzter Zeit getestet habe, gerade von irgendwelchen Energy-Drinks oder Zero-Sachen oder bla, vergesst also alles, das war alles Schmutz. Das war erfrischend, das war lecker, das war prickelnd, das war nicht zu süß, das kannst du auf jeden Fall wiederholen. Peace out, Fallout, euer Ramses.